Zeit, ja, zum Beispiel von A.F. Morland. Vielleicht kommst du schon drauf, wer es ist. Meine sehr verehrten Damen und Herren, begrüßen Sie mit einem großen Applaus Herrn Fritz Tekra. Komm, setz dich. Ja. So, und jetzt, meine sehr verehrten Damen und Herren, 10 Minuten, in denen sich Fritz und Jason über alte Zeiten unterhalten. Wollt ihr das hören? Ja! Haut rein! Aber nur die Sachen, die man hören darf. Naja, ich meine, der gute Fritz hat die Serie Tony Ballard geschrieben. Sind Sie seit 2 Stunden da hinten? Ich habe die nicht gesehen. Ich sag, ja, die haben mich gut versteckt. Also. Naja, und es war 1972. Ich hatte für den Bastei-Verlag Krimi geschrieben, kam zum Verlag, ich wurde damals noch in Dortmund, gab den Krimi ab. Da stand einer, der gab auch ein Krimi ab. Da kam was für ihn. Österreicher, Junge. Ja, was hat der gesagt? Schreiben wir die Serie wieder an. Ja, Cliff Corner hieß das. Naja, wir haben uns sofort gut verstanden, nicht? Die Frauen waren nicht auf. Ach so, auch da sitzen. Ja, die alle da. Ja, super. Und es ist da eine tiefe Freundschaft entstanden. Wir haben uns oft besucht, haben oft über Romane gesprochen. Wir haben so manches Bier getrunken. Wir haben so manche Idee ausgeprügelt. Beim Heurigen hast du die Klinke ausgeprügelt. Mensch, was mache ich mit der Klinke? Ich habe gesagt, steck's wieder an. Nein. Wir haben uns dann über Romane unterhalten, aber wir waren Freunde und nicht Konkurrenten. Das ist ja John Sinclair, Tony Ballard war für mich nie Konkurrenz. Und dann hat der Fritz ein Haus bauen wollen. Da sind wir durch halb Land gefahren, bis zur tschechischen Grenze. Und wir haben dann überall so manchen genommen. Und hinterher, als der Fritz das Haus fertig hatte, hat er selbst viel angepackt, nicht? Und hat dann immer gehauen und sagt, und der Jason sagt immer, ich baute auch so, weil ich gesagt habe, ich schaue nur zu. Ich guck nur zu. Ich habe gehämmert und geklopft und habe gesagt, ich guck nur zu. Das war ja. Er kann mir keine Nagel einschlagen. Nee, ich bin ja so blöd. Also Arbeit lauf weg oder ich krieg dich. Ich habe die Arbeit so hoch, dass man nicht rankommt, habe ich immer gesagt, ja. Aber wir haben uns herrlich verstanden, wenn der Fritz uns besuchte, wir sind nach Bonn gefahren, wir sind Phantasialand gefahren und waren überall. Wir haben die Reichsbrücke besucht. Die Reichsbrücken, die Schlitzer, nein, hat sich so überflogen. Wie lange habt ihr euch jetzt nicht gesehen? Also voriges Jahr, aber davor waren wir 17 Jahre getrennt. Ja. Das war schlimm. Was? Das war schlimm für euch, ja. Das war heiß. Du weißt, wir hatten nicht viel zu essen. Nicht? Und dann, er hat ja 4 Kinder, nicht? Oi. Wir sind schon alle älter und dann kamen die. Und dann ging's ja noch rum. Okay, wir wollen das auf später vertagen. Ja? Ja. Weil die Leute wollen nämlich noch Autogramme haben von dir und natürlich auch von allen anderen Sprechern und Sprecherinnen da vorne gleich. Das ist wunderbar, dass du gekommen bist. Das ist wirklich toll. Großartig. Und ich bedanke mich ganz recht herzlich bei dem Meister der Geister, Jason Dark.